Rückgrat der deutschen Wirtschaft. So nennt man die mittelständischen Betriebe. Sie stellen mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze. Und bei denen hat eine Studie jetzt Erstaunliches festgestellt. Nie hatten die Unternehmer höhere Rücklagen. Selten waren Kredite billiger. Dennoch wird sehr wenig investiert. Woher diese Zurückhaltung kommt? Hans-Jürgen Piel. Die Kramski GmbH in Pforzheim, ein Zulieferbetrieb vorwiegend für die Autoindustrie. Grundsolide steht der badische Mittelständler da, doch investieren, um noch weiter zu expandieren, will man hier zurzeit trotzdem nicht. Die normale Investitionstätigkeit in Maschinenanlagen, Neuprojekten läuft wie gehabt weiter, allerdings auf Sicht der nächsten 6 bis 12 Monate. Heute alles relativ unsicher oder sicher, wie man es auch sieht, man wissen nicht, wo es hingeht. Investitionszurückhaltung trotz voller Taschen, wie sie auch die aktuelle Mittelstandsstudie der Sparkassen belegt. Danach hat sich der Anteil der eigenen Finanzmittel am Gesamtkapital im Mittelstand erneut kräftig erhöht. Allein im vorletzten Jahr auf über 22%, ein Rekordgeldpolster. Doch nur knapp jeder fünfte Betrieb will dies laut Studie in das Wachstum der eigenen Firma stecken. Alle anderen warten ab. Es tut sich eine Lücke auf, vor der wir mittlerweile auch warnen. Denn aus einer Investitionslücke heute kann morgen eine Innovationslücke werden. Und dann ist man im Hintertreffen und die Wettbewerber aus dem europäischen Ausland, aus der ganzen Welt, ziehen an uns vorbei. Der Mittelstandsverband wehrt sich. Zumindest die Hälfte aller Betriebe wolle mehr investieren. Die anderen 50% sind verunsichert, haben vor diesen weltwirtschaftlichen Krisen große Angst. Und sind da zurückhaltend. Auch Andreas Kramski will vorsichtig bleiben und in diesem Jahr nur wenige neue Arbeitsplätze schaffen.